Hallo liebe Regnum-Freunde und liebe Zuschauer. Ich möchte einfach mal kurz etwas sagen, das mir einfach ein bisschen am Herzen liegt. Es ist Regnum. Mir gefällt es mega gut, aber so langsam habe ich einfach keine Lust mehr. Es macht mir persönlich einfach zu wenig Spaß, wenn ich nicht vorwärts komme. Und hallo? Buggst herum. Wieso buggt das jetzt herum? Naja, eben Bugs nerven mich und alles mögliche. Ich muss einfach mal eine Zeit lang nicht mehr Regnum spielen. Einfach zum wieder ein bisschen klar im Kopf zu werden. Und ja, es gibt hier kein Ding. Komisch, also momentan ist alles verbuggt. Naja, vor allem ja, was ist denn das für eine? Das ist ja mega süchtig. Vor allem gibt es mir, ja, es gibt ein paar Sachen, die einfach Regnum halt nicht gut machen. Ich bin ja einer, der relativ sehr ausdauernd ist und so weiter, aber jetzt nach der vierten, also in der fünften Season, ja, Regnum noch so lange zu spielen, ist schon eine richtig fette Herausforderung. Ich habe in der ersten, zweiten Season, glaube ich, sehr viel Geld ausgegeben. Musste immer wieder neu anfangen, weil ich einfach, ja, auch wollte, dass sie alles zu Gesicht bekommt. Weil ich immer wieder die Fans verloren habe und so weiter. Regnum hat einfach einen Großteil eigener Fans. Sie sind so richtig verliebt in dieses Game, genauso wie ich. Ich bin auch verliebt in dieses Game. Ich könnte es nicht aufhören. Wäre Regnum nicht so blöd verbuggt und die Spieler so gemein, würde ich jetzt noch viel, viel weiter spielen. Auch wenn ich noch extrem lange leveln müsste und alles mögliche. Also das größte Problem ist, der Halloween-Patch hat mir den K.O. gegeben. Das ist extremst langweilig. Ich habe zwei Level 10 Schwerter herstellen können, sonst nix. Ich habe keine Level 40 Schwerter, keine Level 45 Schwerter, keine Level 50 Schwerter. Ich habe nix bekommen, aber habe 2 Stunden lang Sachen gecraftet und wieder zu Schwerter gemacht. Und das geht extrem lange, hat eine extreme schlechte Erfolgschance und alles, also es ist einfach nervig. Vor allem, wieso hat der Stulpen eigentlich ein Motivier? Okay. Keine Ahnung. Ja, und da will ich einfach sagen, sorry dafür, aber ich brauche eine Pause. Also, die Bugs nerven mich. Die Spieler sind richtig eigensüchtig und rasten sofort aus, wenn ich mal erzähle, dass sie nichts machen, dass sie halt einfach immer nur Sachen bekommen und ich nichts, also nie etwas zurückgeben. Sie sind zu sehr mit Stunnen und mit Waffen beschäftigt und es ist einfach keine Fairness mehr übrig. Ich will unbedingt vielleicht mal wieder zurückkehren, vielleicht schon in einem Monat, vielleicht schon sogar früher, aber ja, so nicht. Weil Regnum kann nicht mehr besser werden. Regnum wird noch mehr gegrindet mit dem Crafting und so weiter. Ich möchte mir einfach jetzt anderen MMORPGs widmen. Das ist zuerst einmal TSO Online im Stream. Da TSO Online mit Fraps nicht geht, hat Fraps mega Probleme damit. Nimmt zum Beispiel nicht das ganze Bild auf und sehr laggy. Dann wäre es noch, jetzt muss ich das nochmal kurz denken, wie das Spiel heißt. Ion, genau. Ion. For Story auch mal wieder zurückkehren. Und eventuell noch andere alte Games oder neue Games, MMORPGs. Und wenn ich genug Geld habe, vielleicht mal World of Warcraft. Aber mit Regnum ist es mir einfach langsam leid. Ich
bekomme nur noch böse, schlechte Sachen. Ich kann einfach nicht mehr spielen, wenn ich immer wieder runter gemacht werde vom Spiel nur. Sind nicht mal die Ding. Sind ja nicht mal die Spieler. Die Spieler ist das kleinste Problem. Es sind vor allem, ja, das Pay to Win ist mir ein Ding. Die Bugs, die unfairen Sachen, Spieleigenschaften, die Probleme, mit die ich mit Fraps habe, immer ständig bei Regnum. Das ist einfach nervig, oder? Und ich habe jetzt wirklich genug gespielt. Das sind jetzt sicher 1000 Stunden wieder gewesen, was ich alles eingesetzt jetzt habe fürs Let's Play. Nicht das, was ich alles gezeigt habe, das sind weniger natürlich. Aber die Sachen, die ich zwischendurch mit Leveln und so verbracht habe, mit Items suchen, ich habe sehr viele Items gesucht und habe nicht richtig gute Items gefunden. Zwei grüne habe ich gefunden, kein blaues, kein lilanes, kein oranges, nix. Es ist mir einfach langsam stinkig. Und dann hat Diablo 3 momentan das Regnum Let's Play aufgelöst, also ja, übernommen. Und später kommt dann ein MMORPG dazu, wenn es gut geht. Und im Livestream kommt statt Regnum jetzt Teso. Und ja, ich überlege es mir noch. Schreibt bitte unten, wenn es nicht verstehen könnt, dass ich jetzt auf Pause mache. Oder wenn es euch einfach stinkt, könnt ihr mir Fragen stellen. Ich kann weitermachen. Aber vor allem etwas verstehe ich nicht. Die Leute schauen sehr gerne Regnum. Aber niemand kommt ins Game und hilft mir. Niemand will neu anfangen. Da will ich ja auch nicht neu anfangen. Da will ich überhaupt nichts. Ich lasse diesen Account, aber werde wahrscheinlich nicht mehr weitermachen, solange ich nicht ein Hochding. Also wenn jetzt ein neuer Patch rauskommt, der mega gut ist, dann kehre ich sofort wieder zurück. Aber wird es eine kommen? Ich werde vor allem mal das Forum im Auge behalten. Und auch meine Fans. Also wenn ihr Kommentare schreibt über Regnum, da dürft ihr das schreiben. Am besten unter einem MMORPG-Ding oder sogar im Livestream. Ich bin ja auf Twitch und ja, dort werde ich natürlich sehr aktiv mit euch zusammen unterhalten und so weiter. Da könnt ihr sehr, sehr viel schreiben, okay? Aber wenn das nicht beliebter wird, dann nützt es mich auch nicht, wenn ich livestreame. Dann muss ich das auch aufhören, also es stinkt mir schon ein bisschen, weil die Communities immer halt zu sehr abgelenkt von guten YouTubern sind und den neueren oder eben die Kranken oder die halt sehr die einfach nicht richtig können, weil sie vielleicht Schweizer sind oder eben krank sind, ständig räuspern müssen wie ich. Ja, es nervt. Es nervt halt. Gewaltig. Und mir geht's so gut im Sport. Das ist gewaltig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dieser Krankheit so gut Sport machen könnte wie jetzt. Also ich habe mega Fortschritte gemacht. Ich bin bald bereit, mal in einen richtig guten Club zu gehen und hoch zu kämpfen und alles Mögliche. Ja. Oh, sieht der hässlich aus. Naja, na gut. Geht so. Ja, dann höre ich auf mit Level 46 und komme zurück, wenn es ein bisschen etwas Spannenderes gibt, gell? Ja. Tschüss. Und eben schreibt mir Sachen, die ihr gerne, ja, mit mir klären wollt und so weiter, aber Regnum ist zu langweilig. Ein Spiel, ein anderes RVR-Spiel wäre mir tausendmal lieber, wenn es einfach fair wäre. Oder
wenn Redmond fair werden würde. Aber wird's nicht. Die Entwickler machen nichts. Die bringen Crafting rein, mehr nicht. Und deshalb, ja, fertig jetzt einfach. Zu viel Geld ausgegeben für Redmond. Viel zu viel. Momentan Pause. Ob ich weitermache? Eventuell. Aber das dürfen gerne andere YouTuber machen, die natürlich auch jede Woche einen Part hochladen, die nur gekämpft ist oder so, ein bisschen langweilig sind und so. Aber die haben wenigstens ein bisschen Ausdauer. Die, ja, ich bin wahrscheinlich einfach zu intelligent fürs Spiel, also ich tue mir zu viele Sorgen rein editieren, also ja, einfach ausdenken. Tja, also Dankeschön fürs Anschauen, tut mir leid, tut mir wirklich leid, aber momentan geht's nicht, gell? Tschüss.